So, meine lieben Freunde, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Final Fantasy 15. Da ist unsere Liebe, die Liebe unseres Lebens, aber ein Fragezeichen scheint hier zu sein. Hoch, 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 guck mal, ein Kitty, Kitty, Putzi, Tutzi. Ich meine, hey, cool, eine Katze. Katze. Was ist? Gehst du spazieren? Hast du dich etwa verlaufen? Dann hast du bestimmt Hunger. Ja. Hunger, also. Verstanden. Warte mal eben. Jungs, wir müssen hier irgendwas suchen. Futter, meinst du? Du könntest was angeln. Ja. Gute Idee. Das machen wir. Ja. Endlich. Endlich angeln. Überall, wo sich ein Steg befindet, kann Noctis seine Angel auswerfen. Eine Angelausrüstung besitzt der Prinz bereits. Warum probierst du sie nicht gleich hier an der Venus-Küste aus? Ja. Ja, verdammte Scheiße. Ja. Ja. Ich freue mich. Das hungrige Kätzchen. Ein Makrelenfilet besorgen. Oh ja. Ja, mein liebes Bibi, Putzi, Putzi, Tutzi. Okay, wie können wir jetzt angeln? Wie? Oh. Ich will. Komm, wir gehen einfach wieder. Na, da, komm, wir gucken mal hier. Einfach hier ins Wasser? Geht. Können wir nicht einfach hier? Talente? Angeln. Oh, es gibt ganz viele Stufen, wie man sieht. Aber ich würde gerne. Ah, das ist jetzt nicht im Spiel der Hund. Ich sag da mal nicht so. Ja, wie kriegen wir das jetzt mit der Angel hin? Zum Mineralvorkommen begeben. Ach, das ist da hinten. Was? Nein, das ist. Moment. Aufgaben. Das hungrige Kätzchen, das hat auf jeden Fall Vorrang. So. Und wo und wie? Ach, da vorne. Okay. Da gehen wir direkt hin. Oh, das ist so geil. Guck mal, die Grafik wieder. Oh, guck dir mal den Steg an. Das wirkt so realistisch alles. Ich bin immer so baff von diesem Spiel, Mann. Oh. Guck dir mal den Typ an. Guck dir mal den Typ an. Total authentisch. Richtiger Urlauber. Könnte ein deutscher Urlauber sein. So, da hinten hin. Da hinten sind doch auch die Krebse, oder? Ja, da hast du recht, Prompto. Oh, das Geräusch vom Sand. Oh, ey, das ist geil. Oh, ja, Sand. Huch. Da müssen wir jetzt aber nicht wirklich bezahlen, oder? Ach, ein Kaffeeverkäufer. Zum Küstenfischen hier? Moin, moin, mein Lieber. So, warte mal. Ich hab hier was für dich. Mein Güter. Ich hab hier was. So ein Wertgegenstand, den kannst du haben. Ja, gerne. So, jetzt haben wir aber hier noch was. Was? Köder in Form eines. Ach, Angelzeug. Ach, guck mal. Geil. Und eignet sich für Angler mit schweren Zielen. Kein besonders. Das würde ich gern richtig gut ausrüsten. Er treibt an der Oberfläche, sinkt beim Einholen jedoch unter Wasser. Okay. Haben die irgendwelche besonderen. Ach. Die angeln halt verschiedene Fische raus. Schlangenkopf. Oha. Dickkopfmakrele. Okay, das können wir später noch machen. Ich schätze mal, das können wir jetzt einfach standardlich mit unserer Standardangel machen. Das ist im Prinzip. Sieh mal. Was denn? Was denn? Huch. Prompto hat etwas entdeckt. Also das ist gerade standardlich unsere Angel, mit der wir Kappadors fangeln. Genau, wir fangeln. An der Venusküste beißen unter anderem an Dickkopfmakrelen, Galdin Stachelmakrelen. Yeah, angeln. Ja. So motiviert sieht man dich selten. Und wir werden jetzt angeln. Angeln. Du hast eine Angelstelle erreicht. Hier kannst du nur nach Lust und Laune auf Fischfang gehen. Versuche es am besten gleich einmal.
Wähle zunächst eine Stelle, an der du einen Köder auswerfen willst. Der Marker auf der Wasseroberfläche reagiert, wenn sich ein potenzieller Fang in der Nähe befindet. Okay. Was? Die ungefähre Position von Fischen wird auch auf dem Radar rechts oben angezeigt. Orientiere dich an ihm und dem Marker, wenn du einen Köder auswirfst. So, hier in die Richtung. Da. Guck mal, da ist doch was. Also vibrieren du da jetzt nicht? Ach, okay, man sieht das optisch natürlich. So, dann werfen wir doch mal aus. So, und jetzt? Der Köder ist ins Wasser eingetaucht. Du kannst dich nun durch Drehen der Spule einholen und so den Köder bewegen. Zieh die Angelrute dabei geschickt nach links und rechts, um deine Beute anzulocken. Okay. Ach, guck mal. Du brauchst die Schnur übrigens nicht komplett einzuholen, um den Köder neu zu werfen. Das geht jederzeit, wenn kein Fisch am Haken hängt. Versuche es einfach aufs Neue, wenn Pato nichts anbeißen will. Aber da wird was anbeißen. Da wird was anbeißen. Oder auch nicht. Erneut auswerfen. So, wir versuchen es mal hier hinten. Da ist auch ein Schwarm an Fischen. So, komm. Ja! Was? Ein Fisch ist auf deinen Köder aufmerksam geworden. Versuche ihn durch langsames und oder unregelmäßiges Einholen der Schnur zum Anbeißen zu bewegen. Na, welcher von euch? Ja! Der Fisch hat angebissen. Reiße die Rute mit L blitzschnell in Richtung des Pfeils, damit der Fisch am Haken festbeißt. Der Fisch versucht sich loszureißen. Richte die Angelrute mit L in Richtung des Pfeils aus, um die Schnurspannung zu verringern und ein Reißen der Schnur zu verhindern. Ja! 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 Durch Drehen an der Spule schwächst du den Fisch. Jetzt kommt es darauf an, wer länger durchhält, der Fisch oder deine Schnur. Am oberen Bildschirmrand siehst du, wie viel Ausdauer der Fisch noch hat. Yes! Ja! Ja! Oh, gerade so. Das war knapp. Ja! Komm schon. Die Schnur ist extrem extremer Belastung ausgesetzt. Bei roter Schnurspannung solltest du R2 loslassen und kurz die Lage beobachten. Wenn das Blinken aufgehört hast, kannst du die Leine wieder einholen. Okay. Ja! 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 Ja. Oh. Nice. Yes. Okay, Gratulation, du hast einen Fisch an Land gezogen. Deine Fänge bescheren dir nicht nur Kochzutaten, sondern auch andere nützliche Gegenstände. Zum Beispiel ein Fisch. 53 cm, 2620 Gramm. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Wenn du Zutaten brauchst, dann orientiere dich am Radar rechts oben. Zum Kochen geeignete Fische werden durch gelbe Punkte angezeigt. So kannst du gezielt angeln, was du gerade brauchst. Je seltener ein Fisch ist, desto höher ist die Qualität der erhaltenen Zutat oder des Gegenstandes. Verbessere dein Talent und besorge dir gute Angelausrüstung, um großartige Fänge an Land zu ziehen. Ich finde, das sollten wir direkt mal machen. Das machen wir gleich wieder. Ja, mach noch deinen Tweet zu Ende. Alles gut. Ey, geil. So, wir besorgen uns direkt mal geile Ausrüstung. So, super Barte. Komm, wir nehmen mal die hier. Besten Dank. Ich hab kein Problem. So. Granatschlangenkopf, ich weiß nicht. Mir sagen die ja nichts. Die Kopfmakrele, die haben wir ja schon mal hier gesehen. Bis hoffentlich bald.
Genau. So, wir versuchen es noch einmal und dann füttern wir den Fisch. Füttern wir die Katze mit dem Fisch, natürlich. Oder wir füttern den Fisch mit der Katze. Könnten wir auch machen, vielleicht. So, Angelzubehör. Genau, da haben wir die neue Schnur. So, das ist unsere aktuelle Route, unsere aktuelle Spule. Die können wir bestimmt auch noch aufpimpen. Wir nehmen mal hier die Schnur. Und wir nehmen mal hier... Ach, guck mal. Ja, da haben wir jetzt zwei. Und wir machen das mal einfach. Wir machen das einfach mal. So. Komm schon, Nocht. Ich kipp gleich um vor Hunger. Ach, hör auf zu nerven. So, einer muss doch aufmerksam werden. Na, komm. Nochmal. Nochmal hier. So, nochmal. Komm. Ja, ein bisschen weiter, damit wir... Genau. So. Jetzt komm schon, du Drecksack. Komm schon. Ich weiß, dass du es willst. Na, super. Moment. Das braucht natürlich noch ein bisschen. Ist ja erst unser zweites Mal. Hallo. Na, kommt schon. Ihr habt doch Hunger. Na, verdammt. Dann vielleicht hier? Der hier? Ach, komm. Irgendwie wollen die meinen Köder nicht. Ich will mal ganz kurz gucken. So, wenn wir den jetzt wechseln, ne? Und das machen... Hier. So. Ja, guck mal. Guck mal. Na, komm schon. Ja. 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 Komm schon. Ja, yeah, oder? Haben wir ihn? Haben wir ihn? Nicht übel. Ja. Nicht schlecht. Nicht schlecht. So. Und jetzt kommen noch die kleinen Geschwister dazu. Oder vielleicht große Geschwister sogar. Und? 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 Nein. Warte mal. So, wir probieren hier nochmal aus. Die hat eine echt gute Haltbarkeit. Das ist jetzt für den Anfang vor allem ganz wichtig mal, dass man das hinbekommt. Das hört sich auch immer ganz anders an, wenn man sie auswirft, ne? So, einholen. Wahrscheinlich habe ich jetzt einen komplett falschen Köder. Aber ich will es einfach nur mal ausprobieren, ob das jetzt so einen riesen Unterschied macht. Ja, das macht natürlich einen Unterschied. Und ich will mal sagen, das reicht jetzt auch mal. Wir haben zwei Fische gefangen. Vielleicht bringt das was mit den Rezepten und so. Man weiß nicht. Mach mal deinen Tweet zu Ende. Lass uns mal vorbei. Ne? So. Da hinten ist ein Campingwagen. Ach, den können wir auch nehmen. Das ist geil. Oh. Ihr macht's richtig. Das ist ein Spruch, den hier viele Leute sagen. Die Katze würde den Spruch gerade auch sagen wahrscheinlich und die wird was zu essen bekommen. Und zwar eine schöne Makrele. So. Prompto, du weißt Bescheid. Katzen füttern ist jetzt... Boah, geil. Mit den Lichtern ist das auch echt schön. Nein. Genau. So, einfach mal ignorieren und weiterlaufen. Ist ja ein Privatgespräch eigentlich. So, mein Kätzchen. Hier, Makrele. Hier, frisch für dich gefangen. Wie? Magst du etwa keinen Fisch? Was?
Dann sehen wir mal, ob es im Restaurant was für dich gibt. Boah, Alter, auch noch eine Katze mit Ansprüchen. Alter, ernsthaft. Ernsthaft, eine Katze mit Ansprüchen. Oh, setz dich doch da gleich an den Tisch. Und bezahl mit Jammern. Oh, das sieht so toll aus. Ey, jetzt ist die Atmosphäre wieder ganz anders hier drin. Das ist so geil. Das ist richtig geil. Haben Sie vielleicht was, das einer Katze schmeckt? Erlauben Sie sich einen Spaß mit mir? Wie? Was? Nein, also, da ist so eine Katze. War doch bloß Spaß. Ich weiß Bescheid. Die kleine Mieze ist unsere beste Kundin. Es gibt nur ein Problem. Mir ist nämlich in diesem Augenblick ihr Lieblingsfisch ausgegangen. Um die Kleine zu füttern, müssten Sie mir also selbst einen davon besorgen. Ach, den haben wir schon besorgt? Gute Arbeit. Haben Sie bitte ein Weilchen Geduld. Sie haben wirklich ein gutes Herz. Aber seien Sie ja, natürlich. Katzen sind sehr anhänglich. Und vor allem echte Gourmets. Das habe ich auch schon gemerkt. Die lassen sich nicht mit billigem Essen abspeisen. Hier, fertig. Bringen Sie es zu ihr. Die hat doch gar nichts gemacht. So, Katzenschmaus. So, dann füttern wir die kleine Katzi. Ja, danke schön. Och, ich weiß, ich weiß. Ich benutze auch ein ganz besonderes Aftershave. Ja. Der Kellner meinte, er sei ganz frisch gefangen. Bitte was? Die reden ja übers Essen und gar nicht über mich. Ach, ei. Ach, Mann. So. Kleine Diva hier unten. Verwöhnte Diva. Das habe ich doch eben gesagt. Ich glaube, sie mag dich. Meinst du? Vielleicht lässt sie dich nie mehr gehen. Eine klammernde Frau kann an den letzten Nerv kosten. Der Gladiolus wieder hier. Nanu? Oh, schöne Fischchen hier unten. Oh, und die Palmen im Wasser. Schön. Reden? Finde ich auch. Oder? Was meinst du? Ja. Oh, die ist glücklich. Können wir hier einfach die Angel auswerfen? Nein, das können wir nicht. Okay. So. Jetzt sollten wir einfach mal schlafen gehen vielleicht. Endlich mal. Vor allem endlich mal hier. Kriegt er auch mal Punkte. Nanu, hallo. Hallo, hallo, hallo. Man hat immer Gesellschaft, das ist voll schön. Das ist voll schön, dass man immer noch drei Leute um sich rum hat. Und ihr so? Okay, die wollen das nicht. Da unten, schön entspannt wieder. Oh, das ist so schön. Ich könnte mich hier auch einfach in den Sand legen. Huch, da unten ist irgendwas. Das will ich noch einsammeln. Wie kommen wir da hin? Ah, da ist die Treppe. Da gehen wir einfach mal runter. Ich finde das so schön. Das ist richtig schön. Huch, fotografieren. Ja, auf jeden Fall. Lasst uns hier ein Foto machen. Eine gute Wahl. Also oh, echt schön, vor allem jetzt am Abend. Aufnahme. Und tschüss. Großartig. Auf die Aufnahme bin ich mal gespannt. Sehr schön. Da hinten. Ach, die sind noch schön beleuchtet. Das ist so geil. Das hat richtiges Urlaubsfeeling. Und hier? Ah, schön. Gar nichts. Abgeschlossen. Oh. Da das Datum der Unterzeichnungszeremonie innerhalb der Königsstadt bereits bekannt ist, sind die Vorbereitungen so gut wie abgeschlossen. Noch heute soll der Termin in einer offiziellen Stellungnahme bekannt gegeben werden. Okay, der Termin soll bekannt gegeben werden. Da bin ich mal gespannt. Wir haben natürlich hier kein Datum gerade, was uns angezeigt wird. Aber die werden schon was dazu sagen, wenn es einen Termin gibt. Also hier Noctis, Prompto, Gladiolus und Ignis. Nochmal ein Bild? Ah, wir können 1000 Mal Bilder machen. Auch nicht schlecht.
So, da ist unsere Markierung, die wir uns selbst gesetzt haben. Aber ich würde mal sagen, wir gehen erstmal wieder schön in die Haie, um morgen gestärkt wieder aufzustehen, rauszugehen und was Neues zu erleben. Guck mal, 15 Gil, das geht klar. Nockt, heute mache ich dich fertig. Was? Meinst du in King's Knight? Herausforderung angenommen. Da bin ich auch dabei, Jungs. Okay. Ach, ist das schön. So ein Tag vergangen. Nicht schlecht eigentlich. Ja, die Bilanz finde ich ganz okay. Das ist nicht schlecht. Und Stufe 8. Und fast Stufe 9. Ich finde das echt cool so gelöst. Mit abends so die Gesamtbilanz nochmal ansehen. Und dann die EP verrechnen lassen. Ah, okay. Aber wir sind ein bisschen vorangekommen. Müssen noch ein paar Fische sammeln. Oh, ich sehe schon schöne Bilder. Der Ignis. Und der mysteriöse Mann vom Hafen. Das ist doch ein schönes Bild. Ein sehr schönes Bild. Mir gefällt das wirklich. Und hier, der Ignis. Guck mal, da lächelt er schon fast. Aber fast. Und das Paar hinten rechts. Auch goldig. Da kann man die in Facebook drin markieren. So. Oh. Und der Mann, der einfach alle ignoriert. Der Mann der Stunde, der einfach alle ignoriert. Lass uns essen gehen. Lass uns weggehen. Einfach ignorieren. Einfach ignorieren. Das ist auch geil. Das ist echt ein schönes Bild. Diesmal sind richtig coole Bilder dabei. Du bist begabt, Pronto. Das ist auch cool natürlich. Der Typ einfach beim Reden fotografiert. Eieiei. Da sah man aber schon, der wird wichtig sein. So schick, wie der gekleidet ist. Und die Dame vom Buffet. Oh, und das hier. Foto ist gut. Ach. Nicht wahr? Find ich auch. Das ist echt gut. Das ist wirklich echt gut. Schön. So, ich will mal sagen, wir speichern das auf jeden Fall mal ab. Hier die Dame natürlich auch. Ihn, der könnte vielleicht noch wichtig sein, damit wir nicht vergessen, wie er aussah. Hier, das auf jeden Fall Noctis. Das kann man schon fast alles einspeichern. Das, ja, das ist okay. Das will ich auf jeden Fall behalten. Und ihn, der mysteriöse Drecksack, ich weiß nicht. So, haben jetzt einiges eingespeichert, aber auch verdient. Prompto. Schöner Morgen. Schöner Morgen. Gut gemacht, natürlich. Speichervorgang und wir sind wieder am Strand. Boah, geil aufzuwachen, raus aus dem Wohnwagen zu gehen und dann hast du sowas vor dir. Ist es nicht traumhaft? Boah, geil. Ich genieße das einfach so sehr. Ich weiß nicht, wie ihr dazu steht, aber wow. Einfach wow. So, ich würde mal sagen, wir machen hier ein kleines Folgenpäuschen und sehen uns dann in der nächsten Folge von Final Fantasy 15, dem grandiosen Spiel von Square Enix, wieder. Bis dann. Ciao.